wir haben das nur heute an der Zahl der Kirchenbesucher gesehen, die erschreckend genug ist. Die Zahl der Klöster, wir könnten das fortführen. Ja? Wie viele Klöster entleert wurden? Ja, aus wie vielen Lateinisch, was damals kam, das noch in der Tagesschau, ja, dass der Abt von Siegburg heiratet, ja. Das war eine der Meldungen in der Tagesschau damals, ja. Weil das natürlich für das damalige katholische Deutschland ein, oder St. Paul vor den Mauern, der Abt, ja, ja der dann der lebt noch. Kommunisten mitmachte in Rom. Das war natürlich als eine päpstliche Abtei, ja, das ist im Grunde genommen, also das waren schon Erschütterungen. Auch für das Selbstverständnis, die man sich vorher beinahe nicht vorstellen kann. Meine Beobachtung oder aus der eigenen Erfahrung ist ja ein merkwürdiger Widerspruch, der sich ergibt, wenn wir, wo die Konzilskonstitution natürlich etwas Gutes meint, wenn sie vom Fassungsvermögen der Gläubigen spricht, das ist natürlich ein sehr, na gut, wenn ich das mal, was man vielleicht Mitte der 60er noch fassen konnte, aufgrund, ich bleibe nochmal dabei, was man einfach für Voraussetzungen hatte, oder was man heute fassen können müsste, aber nicht mehr fasst, dann weiß ich gar nicht, wie die Form da in der Liturgie aussehe. Ja. Also, da diese Anpassung und Forderung, das ist nicht ganz einfach. Aber dieses der Lebenswelt der Gläubigen entsprechen. Also da hat die Liturgiereform eigentlich zwei Dinge hervorgebracht, die ich äußerst positiv finde und die man würdigen muss, die vorher so ähnlich, aber so nicht gegeben war. Das eine ist die Predigt als Homilie und das zweite ist das allgemeine Gebet, was wir landläufig fürbitten nennen. Das sind beides Orte, wo ich natürlich auch frei bin. Es gibt weder für die Fürbitten noch für die Predigt eine kirchenamtliche Vorlage. Es gibt kein Messbuch, in dem eine Predigt steht, außer vom Ritual für die Weihen. Das ist noch was anderes. Die Bischöfe brauchen das, verstehe ich auch. Ist aber auch nur eine Musteransprache. Aber es ist eine Musteransprache. Es gibt viele Bischöfe, die lesen es einfach so vor, wie es im Ritual steht. Ja, okay. Aber sonst gibt es das nicht. Und für die Fürbitten schon gar nicht. Da gibt es nur ungefähr so diese Themenbereiche, die angesprochen werden. Was passiert aber in dem Bereich, in dem die kirchenamtliche Klärung Freiheit lässt? Genau da finden Sie heute in jeder Sakristei fast tridentinische Messbücher, die heißen nur jetzt Fürbittbücher. Ja? Da werden seit Jahr und Tag, ob in Syrien Bürgerkrieg ist, ob in Mali Leute abgeschlachtet werden oder sowas, werden seit 1974 die gleichen Fürbitten gelesen, jeden Sommer. Die Wirklichkeit hat sich nicht geändert, die Welt ist genauso wie 1974 im gleichen Problem. Also das bleibt dann ganz merkwürdig. Ja? Also das bleibt gleich. Aber gleichzeitig, das was amtlich ist, Lex Orandi, Lex Credendi, was die Kirche glaubt und sie betet es, und weil sie es betet, glaubt sie es, oder genau das, was sie betet, glaubt sie auch, und umgekehrt, das soll permanent in neue Sprache gefasst werden, das müssen wir anpassen, das müssen wir der Lebenswirklichkeit der Leute anpassen. Also es ist für mich eine Pervertierung der Freiheit, die im Grunde genommen hier die Liturgiekonstitution meint. Ja? An den beiden Punkten, die Freiheit gewährt, nämlich der Blick auf die Wirklichkeit, dass ich dann im Mitgebet, also der Messe niederschlägt, im allgemeinen Gebet, und in der Predigt, die ich natürlich vielleicht vorbereiten sollte, findet eine Klassifizierung statt, in der die Predigt wird aus dem Internet runtergeladen, ja? Oder wird aus Predigtbüchern abgeschrieben, das gibt es ja alles, Predigt.de und alles, gibt's alles, ja, kann man alles fertig, heute per Internet noch, muss man nicht mal mehr ein Buch kaufen, ja, und die Fürbittbücher, die seit 30 Jahren in den Sakristeien herumgammeln, ja, die schon ganz gelb sind vom Anfassen, weil sie ständig benutzt werden. Also, das ist genau umgekehrt, ja. Also, das, was gleich bleibt und belastbar sein soll, wird permanent geändert, und das, was ich ändern darf, vom Anliegen her, ja, das wird fantasielos abgenommen. Also das ist etwas, was ich, also worüber ich ständig ärgere. Also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ich bin stehe ganz hinter auch den positiven Errungenschaften der Liturgiereform. Ich habe nur versucht, sozusagen hier Dinge aufzuzeigen, die in der Praxis passiert sind, sozusagen. Ich möchte aber das aufgreifen und aber noch einmal auf eine grundsätzliche Ebene heben. Ich bin der Meinung, dass viele Dinge, die liturgische Normabweichungen sind, eigentlich sehr gut gemeint sind.
die aber zusammenhängen damit, dass die Plausibilität des Glaubens, des Gottesdienstes der Kirche und seiner einzelnen Rituale massiv abgenommen hat. Selbst unter Geistlichen, aber auch unter den Gläubigen, ist oft, das habe ich vorhin versucht anzureißen, auch mit dieser Frage des Bittgebetes, sind viele Dinge nicht mehr allgemein geteilt. Hat das überhaupt einen Wert, zu beten? Oder wie ist denn eine angemessene Weise des Betens? Wie konkret darf Beten sein? Oder darf man auch ein Ritual vollziehen, ohne es zu erklären, wo ich einfach darauf setze, dass wir auch etwas tun, tatsächlich auch schlicht und einfach nur zur Verherrlichung Gottes, was jetzt nicht unbedingt immer in jeder Handlungsweise bis ins Letzte von jedem nachvollzogen werden muss. Da sind sozusagen viele. Der erste Schritt war meiner Meinung nach, wenn das Ritual oder das Gebet nicht mehr ausgefüllt wird, nicht mehr für einsichtig gehalten wird, nicht mehr plausibel ist, dann fügt man eine Erklärung zunächst einmal dazu. Da sagt man, ich mache jetzt das, ich mache jetzt diesen Ritus, weil der bedeutet dieses und jenes. Oder wir sprechen jetzt dieses Gebet, aber gemeint ist damit Folgendes. Sozusagen, dass ich erstmal die Erklärung vorangebe und wo man nicht nur mehr die Erklärung für ausreichend hält, wird dann auch noch der Text auch noch verändert, in der Meinung, dass es dadurch für alle plausibler wird. Nur muss man sich natürlich sozusagen dann fragen, wie kann dann überhaupt noch Gottesdienst gefeiert werden? Für mich wird daran immer eine Frage, die grundsätzliche Frage sichtbar, wie können wir darüber diskutieren und auch einen Konsens finden über die Voraussetzungen, die es braucht für Liturgie? Die Konzilsväter sprechen davon, dass wir die Anpassung an die Fassungskraft der Gläubigen, ist völlig richtig. Aber die Frage ist, wer ist ein Gläubiger? Und zwar jetzt nicht sozusagen, das ist nicht so einfach, jetzt, ich kann jetzt hier kein Raster aufhören und dann hake ich das oder jenes ab. Aber die Frage ist sozusagen, wie kann ich Träger von Liturgie werden? Die Konzilsväter haben eine ganz hohe Auffassung von dem gemeinsamen Priestertum aller Getauften, die dadurch an der Liturgie teilnehmen und sie feiern. Aber die Frage ist die, kann jemand Träger von Liturgie sein, der alle 2 Jahre in den Gottesdienst kommt und dann jetzt halt mal kommt, weil die Tante oder ein Berufskollege verstorben ist, dann kommt er ins Requiem. Nicht, dass ich den ausschließen möchte, aber er kann ja bestenfalls Gast in dieser Versammlung sein, er kann nicht Träger des Ganzen sein und deswegen kann sich auch Liturgie nicht an ihn anpassen, weil dann müsste ich konsequenterweise sagen, ja, dann kann er auch keine Messe mehr feiern. Da muss ich sozusagen mit ihm erst einmal schauen, dass wir vielleicht miteinander Vaterunser sprechen, sozusagen. Also da, glaube ich, ist einfach die Frage, muss grundlegender gestellt werden, was sind für uns auch Voraussetzungen erst einmal? Und da kommen wir um die Katechese nicht rum. Wir reagieren oft mit Sakramentalisierung. Wir haben sozusagen für alles eine liturgische Antwort und vergessen, dass man davor eigentlich eine grundlegende Katechetisierung bräuchte, bevor wir überhaupt anfangen mit der Liturgie. Wir trösten uns damit, und ich finde, in diesem Trost liegt eine Lüge. Also, natürlich, und wenn ich das Leben einer Pfarrei anschaue, ich weiß auch aus eigener Anschauung, aus eigenem Erleben und Erleiden, wie anstrengend das ist, die ganze Erstkommunion vorbereiten. Das ist uns auf der einen Seite ein Trost und sagen, mein Gott, was schleusen wir nicht dafür? Ja, mit wie viel Mühe und Arbeit ist das verbunden? Ja, für so und so viele 100 Kinder, Sie sehen das jetzt in jedem Januarfabrik, steht die Statistik vom letzten Jahr. Ja, was haben wir alles gekauft? Was haben wir nicht großartig? Wie viele Kinder zur Kommunion? Wie viele sind immer noch gefilmt worden? Ist das nicht auch schön? Ja, ist ein Trost und zugleich eine Lüge. Weil bei aller Mühe findet nämlich die zu Trägern und also wirklich zu Gläubigen zu machen, ja nicht statt. Und die nächste Lüge, die wir haben, das ist natürlich scharf formuliert, ist auch polemisch von meiner Seite, findet im Religionsunterricht statt. Ja? Also wo wir sagen, ja, wir haben doch das konkordatsmäßig zugesichert, dass wir kirchlich, und das handeln die Generalvikare oder die Ordinariate aus, die Schulämter mit den staatlichen Stellen, was doch im Religionsunterricht stattfinden muss. Ja? Und ich finde, es ist eine Lebenslüge der Kirche seit Jahrzehnten. Ja? Denn ich brauche nur mit Jugendlichen zu reden,
immer mehr die Tage noch Gespräche gehabt, wo mir Leute sagen, die wirklich, ich sage jetzt bewusst nicht konfessionell, sondern christlich überzeugt haben, sagen, der einzige Weg für mich war, mich vom Religionsunterricht abzumelden und Ethikunterricht zu nehmen. Alles andere war unmöglich. Also, da ist das entlarvt. Ja? Wir trösten uns mit der Statistik, aber die Wirklichkeit sieht anders aus und das schlägt sich natürlich dann im Gottesdienst wieder. Ja? Da müssen wir das dann irgendwo wieder ausbaden und sehen gleichzeitig. Und das löst auch, das darf man ja auch mal sagen, auch bei Priestern vielfach, da kann man auch oft sagen, das machen sie nicht richtig und jenes nicht, aber es ist ein enormer Leidensdruck, der daraus gelöst wird. Ja? Weil ich natürlich das als Zelebrant oder wenn ich zwei Situationen habe mit Leuten, nicht aufholen kann, was da alles im Vorfeld nicht gemacht wurde oder sowas. Ja? Das ist schon enorm. Gut. Auch das würde ich nicht zwangsweise koppeln. Ich glaube, es geht halt von den Zahlen her gar nicht mehr, dass wir das alles selber machen. Aber meine erste Frage an Katechetinnen und Katecheten ist schon auch nicht die Vorbereitung und wir haben die Mappe sowieso, sondern die Arbeit mit denen. Was bedeutet euch die Eucharistie? Welchen Stellenwert hat sie für euch? Zeigt sich das irgendwo? Was heißt für euch Gottesdienst? Das heißt, es ist die erste Arbeit über den Täufling mit den Eltern. Und zuerst mit den Leuten, die sie vorbereiten. Und erst dann ist der nächste Schritt, dass man den Blick auf die Kinder dann, die als Mitarbeitende hat. Ja? Ich glaube, es wird nur so gehen. Obwohl ich da sagen würde, also aus der von mir überblickten Praxis ist ja selbst dieses Modell mit den Katechetinnen schon wieder obsolet, weil wir gar nicht mehr die Mütter oder Väter finden, die das machen. Also viele Vereine gehen heute schon wieder andere Modelle, wo dann auch wieder hauptamtliche Mitarbeiter oder auch der Pfarrer teilweise selber wieder eine Form von Katechese, die dann wieder noch einmal anders ist. Oder da ist ganz vieles schon wieder in Bewegung geraten. Das, was sozusagen in den 70er oder 80er Jahren neu war mit diesen Gruppenmüttern oder Tischmüttern, wie auch immer die heißen, regional ja unterschiedlich, dieses Modell ist schon wieder am Schwinden, weil diese Eltern selber sagen, wir können das gar nicht mehr. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die, vielleicht vor 10 Jahren haben viele davon noch für sich beansprucht, sie könnten das. Ob sie es dann gekonnt haben, das kann ich so überhaupt nicht beurteilen. Aber da sind wir schon wieder sogar noch weiter, dass die Eltern sagen, nee, eigentlich... Nein, also ich weiß schon, dass es auch Orte gibt, wo das üblich ist sozusagen. Ich meine nur, dass es eben auch das war ja wirklich, ich würde mal sagen, 1990 das flächendeckende Modell in der ganzen Republik und das ist es heute schon nicht mehr. Das wäre aber natürlich, das ist wie bei vielen Fragen sozusagen, wir sprechen oft über die Symptome und das meine ich ist sozusagen auch so symptomatisch für das Liturgie. Wir reden, warum ist die Liturgie so ein Streitpunkt gewesen? Ich habe das versucht zu sagen, aus meiner Überzeugung, nach dem, wie ich die Quellen lese, war für die Konzilsväter 1962 ganz klar, wir können Liturgie schnell verabschieden. Da braucht man nicht groß zu diskutieren, da sind wir uns eigentlich, wir haben diese Errungenschaften auch der liturgischen Bewegung, die wollte man auch anerkennen, einbringen, aber im Großen und Ganzen sind wir uns doch da einig. Dass Liturgie im Nachfeld zu dem Hauptstreitthema wird, hat nicht was, glaube ich, mit dem Wesen der Liturgie zu tun, hat auch nicht was mit Sakrosanctum Concilium zu tun, sondern es hat damit etwas zu tun, dass wir hier was Greifbares haben. Über die grundlegenden Fragen, die vielleicht beim letzten Mal über das Kirchenverständnis, was ist es ja viel schwieriger zu diskutieren. Da sagt man, oh, das soll mal lieber die Spezialisten. Über Gottesdienst, da kann jeder mitreden. Jeder hat schon mal einen Gottesdienst erlebt, ne? Da kann ich doch auch dazu was sagen. Und von daher sozusagen sind wir dann immer schnell in diesem Greifbaren. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, was weiß ich, beim Thema Firmung, diskutieren alle Pfarreien und Seelsorger über das Firmenalter. Weil sie eigentlich ein anderes Problem merken, wir sind mit dem jetzigen Modell der Firmenvorbereitung auf Deutsch gesagt am Ende, aber wir können die Gründe dafür nicht benennen, weil wir sie vielleicht auch gar nicht kennen, das weiß ich nicht. Und da machen wir es an was Konkretem fest, das Alter, da kann ja jeder was dazu sagen. Also sozusagen, und das ist oft, glaube ich, in dieser nachkonziliaren Diskussion immer, wir suchen uns Dinge, was heißt, das hat mit dem Konzil noch gar nicht so, wir suchen uns halt greifbare Dinge,
das ist in der Kirche nicht anders als in der sonstigen Welt, dass wir... Ja, Schwester.